Ciao. Ja, und wie es aussieht, ist das hier schon der nächste Part. Ich nehme durchgehend auf. Also ist das alles ein bisschen komisch vielleicht für euch zu hören. Also ich nehme jetzt noch bis halb bei mir auf. Also bis 30 auf meiner Uhr steht. Wir haben gerade 0 Uhr 5. Und ich habe nichts Besseres zu tun, als das Spiel hier zu spielen. Und das macht recht viel Spaß, ich glaube. Ich habe irgendwie voll Lust, noch weiter zu spielen. Und ich sollte vielleicht auch nach unten gucken. Sauber. Ich weiß nicht, soll ich. Wie viele Parts soll ich denn ein Let's Get Indie-Spiel gehen lassen? Ich hatte eigentlich vor, nur ein Part aufzunehmen, dann euch entscheiden zu lassen, ob ich das spielen werde, Let's Playen werde oder nicht. Ja, machen wir es so. Okay, und die UFOs darf ich nicht berühren. Machen wir es so. Ich nehme jetzt noch diesen Part auf. Dann schreibt ihr in die Kommentare, ob ich dieses Spiel Let's Playen soll oder nicht. Und da hätte ich rauf müssen, rauf gemusst. Ja, ihr schreibt rein, ob ich Let's Playen soll oder nicht. Lass die Scheiße oder spiel den Dreck weiter, bis du durchdrehst, weil du rein gar nichts schaffst. Wow, guter Run gerade. Ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ich weiterspielen soll oder nicht. Ich finde das Spiel bis jetzt ziemlich knorke. Ja, auch wenn ich die ganze Zeit irgendwo gegenknalle und von vorne anfangen muss. Werden die Level eigentlich länger oder. Ja, ich habe den Knopf gedrückt, aber egal. Werden die länger oder bleiben die so? Das weiß ich nämlich auch nicht. Das ist das Doofe, beziehungsweise auch das Gute an Blind Let's Plays, beziehungsweise Let's Get Indies. Ich weiß auch gar nicht, wie oft ich das rausbringen soll. Das ist alles so eine Beta-Phase, würde ich sagen. Ich habe auch bis jetzt nur die Spiele aus diesem Paket, was ich mir runtergeladen habe. 5 oder 6 sind es. Ich weiß gar nicht, in welchen Abständen dann ich das hochladen werde. Und mir kommt gerade echt so vor, als würde meine Uhr stehen bleiben. Aber die geht die ganze Zeit weiter. Ich habe schon 5-mal raufgeguckt oder so und da stand die ganze Zeit schon 17 Minuten. Aber ich sollte mich mal jetzt auf das Spielen konzentrieren. Also, die UFOs nicht berühren, da hier im Hintergrund sind Pumpen oder so. Und wir haben da hinten ein Haus mehr bekommen. Und jetzt wird's weniger. Ach so, wir laufen an. Boah, ich sollte mich echt konzentrieren. Also, wir laufen anscheinend hoch, dass wir das Haus da nicht mehr sehen können. Ja, okay, jetzt wohl nicht. Gerade eben war das irgendwie so. Ah, die Häuser bewegen sich entweder hoch oder runter, okay. Das hat also gar nichts damit zu tun. Und Sprung, Sprung. Ich drücke hier schon 1000 Mal auf meinen Sprungknopf, der bei mir 3 heißt. Ja, sauber. Gut. Jetzt müssen wir aber ein bisschen weiterkommen wenigstens. Und ich frage mich immer noch, was das für Viecher da in den Felsen sind. Ja, sauber. Noch ungefähr 11 Minuten. Ich sollte die Zeit nicht immer ansagen. Ihr werdet wohl sehen, wann der Part vorbei ist und wann nicht. Ich sollte auch nicht die ganze Zeit vom Ende reden. Ihr sollt auch Spaß hier dran haben. Es ist ja nicht nur für mich, sondern auch für euch. Ja. Oh. Und ich sehe gar nicht, was unter diesen Plattformen ist, weil ich darauf konzentriert bin, eigentlich auf die Plattform zu kommen. Ja, und auf die Ebene, auf die mich die Treppen eigentlich führen.
kommt schon. Sprung. Die Musik hört sich eigentlich auch ganz... Ja, jetzt wollte ich schon runterdrücken und dann klappt's nicht. Die Musik hört sich eigentlich auch ganz... Oh, meine Stimme schon wieder auch ganz gut an. Wenn ich so ein Pflasterteil mal bekomme, dann wird die Musik auch immer besser. Die verändert sich auch und da oben blinkt dann was auf, was ich mir auch nicht angucke, weil ich auf meine Strecke schaue. Um nicht die ganze Zeit von vorne anfangen zu müssen. Zack, zack. Sauber. Wir sind jetzt schon weiter, als wir gerade eben waren, oder? Ich glaube schon. Ja, oh, oh, oh. Nein, ja, 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 nein. Ich kann nicht so laut losschreien. Alle schlafen hier bei mir eigentlich. Aber wen stört's? Ich nehme trotzdem auf. Okay, alle schlafen. Mein Bruder ist noch am Zocken. Wir sind Junge. Wer braucht schon Schlaf? Alte Männer können schlafen. Also, ich möchte schon gern das Level hier ein bisschen weiter schaffen. Irgendwie. Dum, dum. Dum. So hoch wie die Töne da sind, komme ich gar nicht mehr mit meiner Stimme. Ich habe öfters mal probiert, die GLP-Lache nachzumachen. Da komme ich nicht mal so hoch mit dem Ton. Da kommen irgendwelche Krüppelgeräusche dabei raus, aber ist ja auch egal. Und ich komme hier immer noch nicht weiter. Der Planet da hinten im im Hintergrund der Planet, der sieht mir auch ganz toll bewohnbar aus mit seinem grünen Streifen da und seinen Ecken und Kanten. Wenn es überhaupt ein Planet ist. Das ist bestimmt so ein... Ich weiß nicht, wie das heißt. Dieses Raumschiff, was wie ein Planet aussah und so groß wie ein Planet war von Star Wars. Was aber auch die ganzen anderen Planeten verschlungen hat. Genau, kann ja sein, dass wir... Wow! Dass wir hier im Weltraum sind. Wird wohl so sein, würde ich sagen. Wir sind hier... Weltraum, sage ich jetzt einfach mal. Und rennen auf einem Planeten rum mit Viechern, die aus Steinen kommen. Und Powerpflastern. Und Kristallen, über die wir rüberspringen und die wir nicht einsammeln, weil Kristalle nun mal gar keinen Wert haben. In dieser Welt wahrscheinlich. Und ich laber hier schon wieder ganz schön viel Müll. Oh, gerade eben hat bei jedem Sprung mein Fuß mitgezuckt. Oh, das war knapp, das war knapp. Noch ein Pflaster kommt. Ja, jetzt ist unser Regenbogen voll. Wir haben hoffentlich alle Goldbarren eingesammelt. Jetzt müsste auch mal das Ziel kommen. Komm schon. Ja, wir sind da. Sauber, die Dauber, die Dauber. Gold, 32 von 32. Und Bonus, get. Was ist denn für ein Bonus? Retro Challenge Collector Gold. Was passiert denn da die ganze Zeit? Der läuft die ganze Zeit gegen Feuer oder so und stirbt. Gold, 0. Ach so. Das Bonus ist ein Bonus-Level, wo ich... Ah, genau. Wo ich auch rumspringen kann. Das ist jetzt natürlich logisch. Und ich kann treten. Heia! Ha! Heia! Bam! Bam! Das ist jetzt geil. Jetzt kann ich die ganzen Kristalle zerstören. Gut, ich glaube, die Tutorial-Level habe ich jetzt... Ein wenig drauf, ein wenig... Ja. Da haben wir es schon. Die Tutorial-Level habe ich total drauf. Jetzt aber. Komm. Bam.
Habe ich da hinten gerade einen Blitz gesehen? Im Hintergrund war... Wow. War da im Hintergrund gerade ein Blitz oder habe ich mich da irgendwie verbunden? Oh, das wird sowas von... Ja, sowas von... Schwer jetzt, alle Knöpfe zu finden. Runter, dann hoch, dann treten, dann kommt bestimmt noch irgendwas dazu. Das wird sowas von krank, das Spiel. Und da hinten waren Blitze. Da sind Blitze, die habe ich gerade gesehen. Nein! Oh. Jetzt habe ich zu... Dachte ich, ich habe den Knopf zu früh gedrückt. Also ich finde das Spiel super gut. Bis jetzt könnte ich... Würde ich empfehlen... Ich könnte sogar empfehlen, dass ihr euch das... Naja, kauft. Bei Kaufen weiß man nicht, dann kommt ihr und dann... du hast gesagt, ich soll das kaufen und dann das ist voll scheiße und... Ich sag einfach... Ich empfehle es zu spielen... Es ist nämlich super gut, wenn man ein bisschen Koordination in den Fingern und Augen hat. Beziehungsweise gut koordinieren kann zwischen Finger und Augen. Man muss viele Sachen machen gleichzeitig. Naja, gleichzeitig wohl nicht. Erst springen, treten, rutschen und ja, springen. Wo wir gerade von Springen reden, hä? Also nochmal, und ich bin gerade mit meinem Knie gegen meinen Tisch gekommen und mein Knie hat einen blauen Fleck und das hat sau weh getan. Sauber. Und ich bin so gut, dass ich es mir nicht anmerken lassen habe und einfach weitergeredet habe. Sauber. Nein, mein Pflaster. Oh. Mein Powerpflaster da oben konnte ich nicht einsammeln. Also gibt's wohl keinen Bonus diesmal. Und ich würde sagen, wenn ich Let's Playen sollte, dann werde ich auch nochmal von vorne anfangen, um auch überall so gut wie möglich zu sein. Und auch einen eigenen Let's Play-Spielstand habe. Okay, wenn meine Uhr sagt, 29:30, dann... Fange ich an mit der Abmoderation, sage ich mal. Und ihr könnt dann in die Kommentare schreiben. Soll ich das Spiel Let's Playen oder nicht? Soll ich das Finger-Augen-Koordinationstraining weiterführen? Ja oder nein? Das ist eure Entscheidung eigentlich. Ich werde es, denke ich mal... Irgendwann sowieso spielen. Ob ich es aufnehme, ist dann halt eine andere Frage, wie gesagt. Und da oben habe ich mein Pflaster wieder nicht gekriegt. Sauber. Oho. Es wird immer schwieriger und schwieriger. Ich habe in den zwei Parts gar nichts geschafft. Wirklich. So gut wie gar nichts. Eigentlich auch... Ja, eigentlich gar nichts. Ich bin immer noch in dem Tutorial. Ja, würde ich Let's Playen, dann könnte ich auch in den normalen Spielmodus. Und... Einfach... Ja, jetzt bin ich nicht mal an das Pflaster rangekommen. Ja, dann gehe ich in den normalen Spielmodus und kann normal zocken. Gut, ich renne jetzt hier nochmal durch bis zu meinem letzten Tod. Dann geht's in den... ins Hauptmenü, in den Hauptmenü-Screen, wollte ich sagen. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, aber ist ja auch egal. Dann gehe ich erstmal ins Hauptmenü und laber meine Scheiße da vom Band. Oh, und ich sehe, es wird ein wenig zu lang. Also, hier bei der Strecke sage ich schon mal Tschüss. Und schreibt's in die Kommentare, soll ich Bitrunner Let's Playen oder nicht? Ja, das war's. Soll ich Bitrunner Let's Playen oder nicht? Schreibt's rein. Dann sage ich bis zum nächsten Mal bei Let's Get Indie. Ciao.